Da ist sie wieder. Die Jahreszeit, die ich mit Sicherheit am meisten liebe. Es wird so langsam, ja, eigentlich winterlich, vom Wetter her Gott sei Dank noch nicht, aber leider von der Dunkelheit. Momentan wird es, wie bei euch mit Sicherheit auch, so um 5:30 dunkel. Und das heißt, wenn man dann natürlich abends zu den Pferden muss, Katastrophe. Ich hatte ja bereits schon mal ein Video gemacht über Solar und Beleuchtung. Diese Solaranlage habe ich jetzt erweitert und noch eine neue, einen neuen Kollektor gekauft. Und ich wollte euch nochmal genau erklären, da ich die Teile jetzt sowieso hier habe, wie das Ganze funktioniert. So, man benötigt dafür eigentlich nur 5 Dinge oder eigentlich 6 Dinge, kann man sagen. Und zwar los geht's natürlich mit dem Solarpanel. Hier ist ein Panel mit der Leistung von 50 Watt. Kostet ungefähr 40 Euro im Internet. Und dieses Panel, müsst ihr euch vorstellen, hat vom Prinzip 2 Ausgänge. Einmal Plus und einmal Minus. Und sobald jetzt hier die Sonne drauf scheint, liegt dann hier an den 2 Enden Strom. Das war Nummer 1. So. Das nächste ist dann hier ein sogenannter Laderegler. Der Laderegler macht eigentlich nichts anderes, wie der Name sagt. Er verwaltet den Strom, der von der Solarzelle kommt. Also, Solarzelle wird an den Laderegler angeschlossen. Vom Laderegler geht ein Kabel an die Batterie. Das wäre das dritte Teil, was wir brauchen. Der Laderegler entscheidet nun, ist die Batterie voll, ist sie leer, braucht sie Strom, braucht sie keinen Strom. Er regelt eben, dass die Batterie nicht kaputt geht. So, und als nächstes haben wir dann unseren Verbraucher. In dem Fall habe ich jetzt hier eine 12 Volt LED-Lampe. Diese hier hat 10 Watt, die gibt es natürlich auch stärker. Und diese Lampe wird dann auch an den Laderegler angeschlossen, allerdings am Ausgang, weil der Laderegler dann auch entscheidet, ist genug Strom in der Batterie vorhanden, damit die Lampe leuchten kann. Falls nicht genug da ist, dass die Batterie eben nicht kaputt geht, schaltet er dann den Verbraucher ab. Eigentlich relativ einfach das Prinzip. Natürlich kommt jetzt hier zwischen Laderegler und der eigentlichen Lampe noch ein Schalter, dass ihr das Ganze natürlich auch ein- und ausschalten könnt. Aber so ist vom Prinzip hier schon alles erklärt. Nur, dass die Dinge halt wesentlich weiter auseinander liegen. Logischerweise die Solarzelle auf dem Dach, die Batterie, wo auch immer ihr sie haben wollt, und der Laderegler und die Lampe natürlich da, wo sie benötigt wird. Aber so das Prinzip, das eigentlich relativ einfach ist und auch vom Kostenaufwand wirklich zu handeln ist. Also ich denke mal, für die ganzen Sachen bezahlt ihr im Internet rund 100 Euro. Und bei dem Wetter, das wir momentan haben, also wir haben ja wirklich sehr oft Sonne, hatte ich bis jetzt noch nie eine leere Batterie. Und hier vom Prinzip her möchte ich euch mal das Ergebnis zeigen. Also wir haben hier wirklich das kleinere Problem, dass hier im Futterbereich es auch am Tag relativ dunkel ist. Und natürlich, wenn es jetzt in die dunkle Jahreszeit übergeht, dass man hier gar nichts mehr sieht. Und hier haben wir also, wie gesagt, unseren Schalter. Hier oben, weiß nicht, ob man das jetzt sieht, haben wir dann dementsprechend die Lampe. Und so kann man es hier wirklich taghell machen. Und muss sich keine Sorgen machen, dass ständig die Batterie eventuell leer geht. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Nicht nur für den Futterbereich, sondern rein theoretisch könntet ihr auch den ganzen Stall damit ausleuchten. Ich habe ja die Variante gewählt, einmal mit den 220 Volt Strahlern und dem Aggregat. Aber dies als zusätzliche oder Notbeleuchtung, also auf jeden Fall eine super Alternative. Dank der LED-Strahler, da die ja wirklich kaum oder sehr, sehr wenig Strom verbrauchen im Gegensatz zu den früheren Lampen. Also, wie gesagt, es muss nicht unbedingt dunkel sein. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr hier unten einen Kommentar hinterlassen würdet, Anregungen oder was euch noch interessieren würde. Ihr könnt auch meinen Kanal hier oben oder auch hier unten abonnieren, so werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, wenn es was Neues von mir gibt.
Ich wünsche euch eine schöne Pferdezeit. Bis dahin. Ciao.